So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario Color Splash. Im großen Finale. Ich war noch zwischendurch einkaufen. Und jetzt geht's ab. Bowser. Na, sieh mal einer an. Mario, ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du es bisher geschafft. Bisher schaffst. Die Prinzessin ist auch da. Ich will ihr das ihr noch nicht vorenthalten. Natürlich konnte ich nicht zulassen, dass sie weiter diese warnenden Briefe verschickt. Sie mag bildhübsch sein, aber ich musste etwas tun, damit sie nicht weiter aus dem Raum fällt. Hahaha. Der Lack ist ab, Bowser. Wir haben schon deine Bombenfabriken hier aufgejagt. Wenn du jetzt freiwillig aufgibst, lassen wir dir ein schönes heißes Bad ein, damit du dir diese Schmier abwaschen kannst. Das glaube ich dir nicht. Und selbst wenn, würde mich das nur wütender machen. Also los. Okay, los geht's. Kann ich halt in einem Kartenrad machen? Schade. Machen wir das beim nächsten Mal. Hauen wir da mal auf die Offensive. Sehr schön. Ah, Mist. Okay. 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 Jetzt mal hier mal ein. Sehr schön. Okay. So. So. Was haben wir denn da so schön? Jetzt nehmen wir eine rote Feuerblume ein. So.
Okay. So, der hört sich ein bisschen. Wobei, warte mal, ich ändere mal die Reihenfolge. So. Machen wir das mal so. Okay. Ein Kartenrad nochmal. So. Gut. Das haben wir. So, die anderen müssen jetzt kein Problem mehr sein durch die Feuerblume. So. Gut. Immer schon Doppelhammer nehmen. Große Doppelhammer. Habe ich im Haus gefunden. Weil ich ist jetzt halt eine zweite Aufnahmesession jetzt gerade. So. Den Doppelhammer wollen wir jetzt nicht einsetzen. Wobei, komm. Ah, jetzt zieht so viel ab. So. Boom. So. Mario, bist du's? Was machst du denn in meiner Festung? Ist Prinzessin Peach auch da? So, zweite Phase. Ignorier, was ich gesagt habe. Mir wird's langsam zu bunt. Gleich bist du die wahre Macht der schwarzen Farbe. Okay. Thank you.
Okay. Nur mit normalen, normalen Items einsetzen. Der Grund dafür sieht er gleich. Genau deswegen. Der heilt sich nämlich. Bowser hat seine schwarze Farbe zurück. Das wird so nichts, Mario. Egal wie viel Schaden wir ihm noch zufügen, die schwarze Farbe regeneriert ihn einfach wieder. Wir müssen irgendwie die ganze Farbe von ihm runterkriegen. Vielleicht gibt es da einen Weg, aber dafür muss ich meine ursprüngliche Form annehmen, bevor du mich ausgequetscht hast. Okay. Ich werde mich in eine Karte verwandeln und dann musst du mich ausmalen. Also dann das Gegenteil von ausquetschen irgendwie so. Vertrau mir, das wird klappen. So. Ein Doppelhammer noch erholt. So. Großer Hammer und zwei. Also ein Riesenhammer und zwei große Hammer mal zwei. Gut. Es hat funktioniert, danke Mario. Ich fühle mich schwer, aber auch stark. Also hier ist der Plan. Wenn Bowser angreift, verwende mich als Schild. Mach dir keine Gedanken, ich fühle mich stärker als je zuvor. Immer wenn du einen Angriff blockst, kann ich etwas schwarze Farbe stibitzen. Alles klar, konzentriere dich darauf, die Attacken durch rechtzeitiges Drücken von A zu blocken. Und los geht's! Ha, es klappt. Ich habe die schwarze Farbe absorbiert. Aber ich sollte vielleicht erwähnen, wie unglaublich schwierig das alles für mich ist. Ich schaffe das höchstens noch 10 Mal. Also zieh so, dass jeder Block sitzt, ja? Okay. Los geht's. Warte mal. So, jetzt aber ruft da. Aber erstmal heilen. Heilen ist wichtig. So. Gerade bei diesem Kampf. Sehr schön. Sehr gut. Du wagst es, die schwarze Farbe zu stehlen? Dann versuch mal, das hier zu blocken. Ich weiß, dass wir es schaffen können, Mario. Blocke seine Angriffe, damit ich Bowser schwarz absorbieren kann. So.
Okay. Bums. Ah, nun super. So, brauche ich noch einen Doppelhammer. Mist. Ja, anders geht's jetzt leider nicht. Okay. Ah, der Angriffe zu blocken setzt mir ganz schön zu. Aber mir ist aufgefallen, dass sie zu Bowsers Füßen schwarze Farbe ansammelt. Wie ihm Schaden zufügen. Je mehr schwarze Farbe da ist, desto stärker werden seine Angriffe. Das gibt uns wiederum die Chance, die Farbe einzusammeln. Stärkere Angriffe sind aber auch schwieriger zu blocken. Ist also riskant. Versuch beim Blocken so viel schwarze Farbe wie möglich zu sammeln. So. So, wir heilen uns mal vorsichtshalber. So, erstmal heilen. Doppelhammer. Und dreifache Ausführung. Los geht's. So. Okay. Ah, jetzt reicht's. Jetzt kommt mein Finalfeueratem. Okay. Ich konnte die schwarze Farbe die letzte Zeit nicht absorbieren. Wir verlieren Farbe an Bowser. Wir müssen die schwarze Farbe zurückbekommen. Konzentriere dich weiter darauf, seinen Angriff zu blocken. Toll. Gartenrad. So, Doppelhammer. Ups. Okay.
Zweiter Versuch. Gut. Scheiße, Mann. Warum reagiert er denn nicht? Komm, ey. So. So, jetzt müssen wir uns wieder heilen. So. So. Eine komplette Heilung. So. Gut. Gut, jetzt kommt aber wirklich der finale Art Feierabend. Und der davor war nur zum Warmwerden. Jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben ihm die gesamte schwarze Farbe abgenommen. Boss ist geschwächt. Zeit für den stärksten Angriff, den wir haben. Okay. Hau mal ruf da. Los geht's. Wumms. Boom! Holla, die Waldfee, ey. Was ist los? Wo bin ich? Mario, was machst du denn hier? Und Katrin war doch auch kein eingesetzt. Was habt ihr mit mir gemacht? Und warum habe ich so ein hammermäßiges Kopfweh? Wir haben es geschafft, Mario. Wir haben Bowser besiegt. Oh, stimmt ja, die Prinzessin. Schnell, restaurieren wir sie.
Oh nein, das ist gar nicht gut. Schwarze Farbe. Die Festung hält das nicht mehr lange aus. Rennt mir die Prinzessin und dann nichts wie weg. Schnell, schnell. Mario, Fabian. Oh, zum Glück. Wir erklären später alles, Prinzessin. Aber erst müssen wir hier raus. Ein Moment, ihr beide wirkt geschwächt. Lasst mich euch wenigstens helfen. Oh, okay, 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 okay. Schnell, 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 schnell. Raus, 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 raus. Alter, Vater. Oi, 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 oi. Das Ding ist ja am Abstürzen hier. Also zumindest kurz davor. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja. Mal hier in Panik schieben hier. Oi, oi, oi. Oh Gott. Wir sind fast draußen. Nichts. Langsamer werden. Puh. So, jetzt. Was passiert jetzt? Ach so, gerade fahren, natürlich. Wahre Prinzessin Fabian, ich habe mir schon Sorgen um euch gemacht. Los rein in mein Kart und dann nichts wie weg. Los, 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 los. Die Straße reißt sich von der Festung los. Behalt euch. Ja, ach so, die Prinzessin sind zuerst. Worauf wartest du? Schneller! Mario, Fabian, ihr seid dran. Stein. Jetzt du, Fabian, komm her. Nein, ich kann nicht mit euch kommen. Wenn diese Festung einstürzt, wird die schwarze Farbe nach draußen gelangen. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin der Wächter des Prismabrums. Ich habe es nicht von Anfang an verstanden, aber es war nicht meine Aufgabe, die Farbsteine zu finden. Es ist meine Aufgabe, die schwarze Farbe zu zerstören. Die Straße bricht auseinander. Ihr müsst los. Und zwar jetzt. Ich werde direkt hinter euch sein. Versprochen. Seht ihr? Ich schwebe. Ich muss mich nur kurz um diese Sache hier kümmern. Wir sind uns am Prismabrunnen. Er hat recht, Bruderherz. Glaub mir, ich bin öfter vom Regenbogen Boulevard gesegelt, als ich sehen kann. Jetzt oder nie. Alter, Vater. Also gut. Ich wünschte, ich hätte sie nicht belügen müssen. Aber was sein muss... Große Farbsteine, gib mir die Kraft zum Ausquetschen. Karte. Oh, Prinzessin Peach, ich bin ja so froh, euch zu sehen. Danke für alles, Mario. Festung des Schwarzen Bowsers Karte erhalten. Ist das eine Karte der Festung des Schwarzen Bowsers? Aber dafür müsste man ja die gesamte Festung ausquetschen. Wer um alles in der Welt könnte das nur getan haben. Fabian. Das war ich.
Und es wurde kein Tropfen schwarzer Farbe verschüttet. Alter, ist ja prall. Jetzt bleibt nur noch, diese Farbe weit von der Insel Prisma vorzubringen. So weit, dass sie niemals wieder in jemanden schaden kann. Im Weltall. Okay. Nun. Da, 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 da. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck Arena. Könnt ihr vergessen. Mach ich nicht. Aber guck mal, das sieht doch geil aus. Ja. Das sieht doch schön aus. Ach, alle sehen aus, als hätten sie so viel Spaß. Wie schön, dass wieder Frieden auf der Insel Prisma eingekehrt ist. Ich danke dir für alles, Mario. Warte, das ist der Bosa und seine Kuperlinge. Ich hoffe, dass sie dieses Mal ihre Lektion gelernt haben. Werden sie bestimmt nicht. Stimmt etwas nicht, du siehst so traurig aus. Du denkst an Fabian, nicht wahr? Ich weiß, er ist irgendwo da draußen und wacht über die Insel Prisma. Ich denke, dass er glücklich ist. Das kann ich spüren. Sehr schön. Das war Paper Mario Color Splash, meine lieben Freunde. Ja. Wir haben es geschafft. Luigi. Ja. Ein sehr spaßiges und lustiges Game, fand ich. Fangen wir erstmal mal den Negativen an, oder? Ja, komm. Schnick, Schnack, Schnuck Arena. Hätte man mehr ausbauen, also hätte man irgendwie vereinfacht machen können oder so, dass man das hätte schaffen können. Es frustet einen sehr, fand ich. Das Kampfsystem hätte man irgendwie ein bisschen ändern können, wie halt in den älteren Spielen wie Paper Mario beziehungsweise Paper Mario 2. Ja, also ich hätte gerne ein Level-System gewünscht, ganz ehrlich. Zwar mit den Karten anzugreifen, ist zwar eine innovative Sache, aber, naja, es bringt eigentlich nicht viel, weißt du? Man hat nicht den Ansporn zu leveln, versteht ihr? Meiner Meinung nach ist Color Splash besser als Sticker Store. Muss ich auch ganz sagen, grafisch, auch Musik. Sehr schön. Ja. Was ich mir gerne noch gewünscht hätte, dass man diese Sachen, wo man abhauen muss, weiß nicht, hätte man ausbauen können. Also so strukturiert, dass man weiß, okay, da fliegt jetzt was runter oder da, wenn man als Blindspieler da läuft, hat man ja im letzten Part, glaube ich, gesehen. Du weißt ja gar nicht, was da los ist. Weißt du? Das ist kacke. Ich find's doof. Ja, Bewertung will ich dann in der Prioritätenliste schreiben. Muss jetzt aber... Das ist jetzt schon bei mir... Oh, schon 3.40 Uhr, ey. Boah. Ich geb mir... Tja. Ich bin... Nur wegen euch.
bleibe ich wach. Ne? Aber Musik hat mir echt gut gefallen. So, jetzt kommen wir aber positive hier. Grafisch, wunderschön. Musik, kann man nicht meckern. Innovation, Easter Eggs, Humor, Bombe. So soll es sein. Ärgerlich, dass sie das so verhauen haben mit der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Das ist ehrlich, ärgerlich. Aber ich denke mal, so eine 80er, 90er Werte wird es schon sein. Also ein gutes Spiel. Gutes bis sehr gutes. Das kann ich mir schon vorstellen. Wie gesagt, in der Projektliste und in der Videobeschreibung, wie immer. Ja. Joschka! Was gibt's denn noch? Ja. Level, also Designtechnik auch ganz gut. Oh, guck mal, Musik. Oh, ein Orchester haben sie genommen. Sieht er da mal, Vokal, Bass, Bänder und Trompete, was das da noch war. Voll geil. Character Voice. Charles Martinet, ja. Cool. Aber da merkt man, dass man sich da mehr Mühe gegeben hat als ein Sticker-Star, fand ich. Und das ist gut so. So was liebe ich. Ganz ehrlich, ich liebe selber erstellte Musik, wegen meiner mit Orchester oder so. Finde ich voll geil. Hm? Hier, guck mal, erstmal Shampoos aufmachen, ne? Wo wartet doch immer da rein? Ja. Shampoos. Darauf trinken wir jetzt erstmal in Hupsa, sorry. Ja. So. Oh, Bürde. Gut. Was könnte man denn noch sagen? Mir hat das Let's Play eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Was ich schade finde, dass es keiner so richtig geschaut hat. Also ist mir jetzt... Sorry. Also, ich hatte so das Gefühl, dass es irgendwie keiner interessiert hat. Das fand ich sehr schade, ehrlich gesagt. Na gut. Oh, jetzt wird es noch ein bisschen creepy. Aber ich liebe es sowas, wenn man solche Spukhäuser einbaut im Mario-Spiel. Ich mag das sowas. Ich mag dieses Feeling, wisst ihr? Dieses Feeling, irgendwas rätseln zu müssen. Dieses... Oh, ich find sowas geil. Okay. So kann man die Koopalinga auch mal als Parade einsetzen. Da machen sie wenigstens was Sinnvolles. Jetzt kommt Bowser oder was? Ja. Ich hab mich schon gewählt. Ich hab's mir schon gedacht. Wie? Ja, genau das mit den 100%. Das ist jetzt leider zu. Wie gesagt, das ist einfach scheiße, sowas zu machen, ganz ehrlich. Aber das habe ich jetzt schon nur so oft ja erklärt. Mein Gott. Wenigstens haben wir das andere gemacht. Ne? Oh. Hey, komm, küss. Küssen. Knutschen. Ach komm, ey. Mensch. Das ist ja eine perfekte Gelegenheit, diese gewesen. Mann. Aber na gut.
Ich glaube, das war's mit Let's Play Paper Mario Color Splash. Kommt da noch irgendwas? Er lädt gerade was. Was lädt er denn? Okay. Das Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wiederschauen. Reingehauen. Und dann sehen wir uns im neuen Projekten wieder. Bewertung in der Videobeschreibung. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.